Heimspiel für Lily Among Clouds in ihrer Wahlheimat Würzburg. Wenn sie auf der Bühne steht, blüht die eigentlich zurückhaltende Frau plötzlich auf. Die Zuschauer zieht sie in ihren Bann mit ihrer Energie und sehr persönlichen Texten. Ich sage auch immer, ich biete in den Liedern keine Lösung an, aber allein, dass die Leute es dann fühlen, was du da durchlebt hast und wissen, sie sind nicht die einzigen Idioten, wo irgendwas schief läuft, das reicht schon, um was zu verändern. Das ist aber keine Lösung. Das ändert nicht das Problem, dass es diese Probleme gibt. Die 29-Jährige präsentiert ihr erstes Album Aerial Perspective. Indie-Pop, der begeistert. Ich fand die Stimme total klasse. Ihr Auftreten, also die ist so ultra sympathisch. So. Sehr bodenständig auch. Ja. Ja, ich mag ihre Stimme sehr gerne. Also ich finde, sie hat eine tolle, auffällige, voluminöse Stimme. Würzburg. Vor 8 Jahren zieht Elisabeth Brüchner alias Lily Among Clouds aus der Provinz in die fränkische Stadt. Sie studiert Politikwissenschaften und macht viel Musik. 2015 veröffentlicht sie ihre erste EP mit 5 selbstgeschriebenen Songs. Erst dann fasst sie den Entschluss, sich komplett der Musik zu widmen. Damit habe ich mich sehr, sehr schwer getan, weil ich immer ein bisschen Angst davor hatte, Künstler zu sein. Und dann war aber irgendwann klar, okay, die Leute hören gern zu und entweder mache ich es jetzt richtig oder nicht. Und das war so, vor 2 Jahren habe ich dann so gedacht, okay, ich muss jetzt mal probieren. Solange wie die Leute hören wollen, mache ich es jetzt mal. Im Herbst 2017 erscheint ihr Debütalbum, mit dem sie seitdem auf Tour ist. Für ihre noch recht junge Karriere ist Lily Among Clouds schon ganz schön herumgekommen. Auf einem Festival in Finnland spielt sie vor 10.000 Menschen. Außerdem tritt sie in Australien und beim South by Southwest Festival in Texas auf. Ihre englischen Texte versteht man überall. Das Schöne ist halt, ich wollte ja früher immer viel reisen und wir haben am Anfang der Musik alle immer gesagt, mach Deutsch, viel einfacher, kannst viel schneller und ist gefragter und so, was halt alles gibt. Und ich habe halt immer gesagt, also ich kann jetzt auch nur das machen, was ich schreibe und das ist halt Englisch. Und jetzt ist halt schön, dass du dafür aber ein bisschen rumkommst, hat irgendwie auch was. Auf der Bühne fühlt sich Lily sowieso am wohlsten, denn jeder Auftritt ist anders. Kann immer irgendwas dazwischen kommen, mit dem du nicht gerechnet hast. Und das macht es aber dann so reizvoll. Das hat dann irgendwie was Lebendiges. Das heißt, der Abend kann unfassbar geil werden oder kann anstrengend sein. So. Aber das macht halt dann diese... Wenn es dann ein geiler Abend ist, dann ist halt diese Magie da. Ne? Und die kann dir keiner künstlich erschaffen. Magische Konzertmomente gab es beim Auftritt vor dem Publikum in Würzburg auf jeden Fall. Lily Among Clouds, die Indie-Pop-Entdeckung aus Deutschland.